eines der Gründe, wie gesagt, warum der Mensch am Ende einen schlechten Abschluss macht, ist unter anderem die Ma'asil Khalawat. Ma'asil, Al-Ma'asif Al-Khalwa. Dass man sündet, wenn man alleine ist. Al-Ma'asif Al-Khalwa, dass man die Khalwa ausnutzt, um Sünden zu praktizieren. Genauso eines der Mittel, die den Menschen festigen und stärken, ist die Ibada in der Khalwa. Al-Ibadatu fil Khalawat. Die Anbetung Allah Ta'alas, wenn man alleine ist. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadith von Abdullah, er sagte: Ayyuhan nas, afshu salama wa at'imu at'am wa sallu fil layli wan nasu niyam. Er sagte, o ihr Menschen, verbreitet den Salam, speist die Menschen, betet in der Nacht, wenn die Menschen schlafen. Ihr tretet da in das Paradies, in Sicherheit, in das Paradies eures Herrn. Ibadah in der Khalwa. In der Nacht sieht dich keiner, in der Nacht schlafen die Menschen. Du bist alleine. In einem Zwiegespräch. Die Ibadah in der Khalwa stärkt den Menschen und festigt ihn. Genauso das Gegenteil, die Sünden in der Khalwa schwächen ihn. Deswegen sagten einige der Salaf auch, eines der Ursachen der Su'ul Khatima sind die Sünden. Oder wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, tief verborgene Krankheiten im Menschen, Krankheiten wie Arroganz. Arrogant zu sein. Arrogant zu sein, hochmütig zu sein. Hochmut ist eine der schlimmsten Krankheiten. Hochmut ist eine der schlimmsten Krankheiten und einen derartigen Abschluss häufig zur Folge hat, die Hochmut. Das kann entweder offensichtlicher Hochmut sein. Es gibt einen Fall, da gab es einen König, ich habe vergessen, wie der hieß, von dem ehemaligen Reich der Al-Rasasina, Mamlakatu Rassan. Es war ein Königreich an den Grenzen von Scham. Da gab es einen König von ihnen, der hat den Islam angenommen. Und das war in der Zeit von Umar ibn Khattab. Der war in der Hajj, hat einen Tawaf gemacht. Er hat ein langes Gewand gehabt, ein längeres Gewand. Und ein Mensch aus einer niederen Klasse, yani, ist auf sein Gewand getreten. Und er hat sich umgedreht, hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Er hat ihn geohrfeigt. Dieser Mann hat sich bei Umar beschwert über diesen, ich nenne mal, Ex-König. Und Umar hat ihn einbestellt für die Vergeltung. Er sollte ihn ohrfeigen. Und sein Hochmut hat ihm das nicht erlaubt. Und er war so hochmütig, dass er nicht nur sich gegen dieses Urteil, widersetzt hat. Er ist Murtad geworden und nach Scham geflüchtet zu den Christen. Ist wieder Christ geworden. Hochmut. Das ist die Hochmut. Al-Kibr. Aber natürlich muss das nicht immer so akut sein. Die Hochmut kann dich auch anders sterben lassen, andere Formen. In Form, dass man wieder rückfällig wird. Am Ende seines Lebens rückfällig wird, nicht im Sinne unbedingt des Kufr, aber das ist die Hochmut. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Hochmut: La yadkhulul janna man fi qalbihi mithqalu dharra min al-kibr. Das zeigt auch, was für eine verabscheuenswürdige Charaktereigenschaft das ist, dass sie in einem, yani, nicht einmal in dem Ausmaß eines Senfkornes geduldet wird. Nicht wird das Paradies betreten, wer in seinem Herzen im Ausmaß eines Senfkornes Kibr hat. Tayyib. Abdulaziz ibn Abi Rawad, er sagt, ich habe an der Janaza eines Mannes teilgenommen, der am Sterben war, dem man die Shahada La ilaha illallah vorgesprochen hat. Yulaqanu La ilaha illallah. Dann sagte er aber am Ende seines Abscheidens, er sagte, huwa kafirun biha,
Mukafirun biha. Er negiert sie und lehnt sie ab. Er lehnt sie ab. Also er hat sie nicht nur gesagt, er hat gesagt, ich lehne das ab. Ja, ja, aber das war ein Mensch, von dem man, der das sein ganzes Leben lang gesagt hat. Und dann hat sich, er sagt, Abdulaziz, ich habe mich dann über ihn erkundigt. Das hat ihn nämlich gewundert. Denn man muss beachten, der Moment, in dem man am Sterben liegt, das ist die Zeit und Phase, in der du am schwächsten bist. Du bist am schwächsten. Du bist anfällig. Du bist anfällig und es gibt viele offene Angriffsstellen, von denen du angegriffen werden kannst. Er sagt dann, ich habe mich informiert über diesen Mann, denn es ist verwundernswert, dass er am Ende so etwas ausgesagt hat. Und er sagte, فَإِذَا هُوَ مُدْمِنُ خَمَرُ. Es stellte sich heraus, dass er Alkoholiker war. Also er meint مُدْمِنُ خَمَرُ, jemand, der regelmäßig Alkohol trinkt, das meinte er. Und deswegen sagte er dann Abdulaziz nach diesem Vorfall, er sagte, اِتَّقُوا الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي أَوْقَعَتْهُ. Fürchtet euch vor den Sünden, achtet euch vor den Sünden, denn sie haben ihn zum Fall gebracht. Na. Ja.